Check. Bei Autotest Schwaben haben wir einen Kleinwagen, den Nissan Micra K12, wie er seit 2003 bis ins Jahr 2010 gebaut wurde. Es gab ihn dreitürig, fünftürig und sogar als Cabriolet. Diese knuffige dritte Generation des Nissan Micra überzeugt mit einem relativ hohen Zuverlässigkeit, einem recht flotten Design. Und wie hier für 2700 Euro mit Automatik und Baujahr 2004 mit erst 81.000 Kilometer bekommt man da ein recht nettes kleines Einkaufswägelchen. Stärken gibt es genug, er hat viel Platz, er bietet eine ordentliche Verarbeitung, hier klappert wenig. Man sollte dennoch mal einen Blick auf den Unterboden, die Abgasanlage im Kurzstreckenverkehr verschleißen relativ gern. Auch Probleme gibt es mit den Federungen, hier gibt es Ölverlust an den Stoßdämpfern. Das sollte man natürlich auch überbrücken. Bei den Cabrios speziell kann das Dach undicht werden. Die Bremsanlage ist unterdimensioniert. Hier sollte man so alle 60.000 Kilometer mal neue Belege einkalkulieren. Ölverlust an Motor und Getriebe ist durchaus ein Thema. Zu den Stärken und Schwächen des Nissan Micra, wie er gebaut wurde von 2003 bis ins Jahr 2010. Pluspunkte für anständige Qualität, eine gute Zuverlässigkeit, eine ordentliche TÜV-Bilanz. Das Fahrzeug bietet genug Platz, ist günstig in der Versicherung und gibt es mit Automatik. Zu den Schwachstellen gehören undichte Stoßdämpfer, defekte Abgasanlagen, früh verschlissene Bremsscheiben und Beläge. Dann kleinere Verarbeitungsmängel sowie feuchte Scheinwerfer, was wir hier auch haben, die Reflektoren. Von uns bekommt der Nissan Micra 3,5 von 5 Sternen und einen empfehlenswert.